Das charakterisiert Alisa. Also auf jeden Fall, dass sie total, also ein total fröhliches Kind ist, immer total motiviert, interessiert an allem, will immer überall mitmischen, ja, in ihren Möglichkeiten, immer alles versuchen, dabei zu sein. Geboren wurde Alisa am 13.11.2012 als ein Extrempfuschen in der 23. Schwangerschaftswoche. Die ist halt ziemlich früh geboren. Wir dachten ja, okay, jetzt bleibt sie halt ein bisschen im Krankenhaus. Da waren wir 7 Monate. Erst mit 2 Jahren konnte sie robben und dann auch lange nur noch robben. Das ging, glaube ich, bis 4 Jahre, bis sie 4 Jahre alt wurde. Das Essen, das Motorische, das funktioniert ganz eigenständig noch nicht, aber da ist sie auch total motiviert, das alleine zu schaffen. Ja, Nudelchen kann man sehr gut alleine essen, das schafft sie, oder ein Pudding. Und ja, alles andere braucht sie halt Hilfe von mir, von Mama. Großen Herausforderungen ist halt auch da irgendwo das Motorische von ihr, dass sie halt wirklich nicht so kann, wie sie gerne möchte. Vor allem mit ihren gesunden Geschwistern würde sie ja auch eigentlich ganz gerne so rumtoben und laufen oder auch mal irgendwo hochklettern. Vor allem im Spielplatz merkt man das total, dass sie eigentlich viel mehr möchte, als sie kann. Mit den Kindern einfach in einer Höhe zu sein und nicht immer auf dem Boden zu krabbeln und immer den Kindern hochzugucken oder hinterher zu gucken. Ja, bei Alisa ist es ja so, dass sie ein ziemlich aktiver, überaktiver Mensch ist. Und der Explorer, der stoppt sie ein bisschen in ihrer Überaktivität, sodass sie lernen muss, stillzustehen, schöne Schritte zu machen, gerade zu laufen und da nicht zu hibbelig und zu ungenau zu sein. Für mich immer total wichtig, dass es auch wirklich schnell geht, weil ja ihr Bruder noch da ist und ihre anderen Geschwister. Für die Zukunft für Alisa erwarte ich immer mehr ein bisschen Selbstständigkeit für die Alisa, gerade das Laufen, weil ich auch merke, dass das so eine Sache für Alisa ist, die ihr total viel Freude bereitet, einfach zu entscheiden, wohin sie laufen kann oder überhaupt diese Selbstständigkeit laufen, da würde sie noch viel, viel mehr können und machen, also wir könnten auch viel mehr mit ihr machen. Und das wünsche ich ihr einfach so für ihre Selbstständigkeit, dass das mit dem Laufen irgendwann mal klappt. Ja.